Willkommen bei Gartenbob. Ich schnipple gerade unseren Geranienturm aus. Ja, und jetzt zeige ich mal, wie das entstanden ist. Man hat ja immer mal einen Blumentopf über, ja, wenn man Pflanzen kauft. Da steht hier oben einer, dann habe ich noch einen, der ein bisschen größer ist. Und dann kommt der nächste. Ja, und hier drunter, das ist ein kleines Maurerfass oder beziehungsweise ein großer Pflanzbehälter. Wenn man das als Maurerfässer kauft, die großen Fässer, das ist preiswerter, als wenn er dieselben gleichen Fässer als Pflanzbehälter kauft. Bloß, dass er im Maurerfass nicht vergisst, unten Löcher reinzubohren, da sind nämlich keine drinne. So, dann ist das unten aufgefüllt mit einer Drainageschicht aus Kies oder was er gerade zur Hand hat. Dann ist grobere Gartenerde drauf und oben habe ich dann noch feine gemacht. Das gleiche hier. Natürlich wird je kleiner der Topf wird, auch die Drainageschicht kleiner machen. Warum in jedem Topf eine? Sonst entsteht hier ein mega Stau. Das ist ja auch ein Gewicht, der drauf ist. Ich weiß, das sieht jetzt aus wie der schiefe Turm von Pisa. Da hat mein Unterbau hier nachgegeben. Ich habe hier einfach die Steine drunter gepackt, damit er ein bisschen höher kommt. Ja, und das sind alles eigentlich nur, wenn ich im Frühjahr, bevor die Geranien rauskommen, die haben ja dann auch im Winter ein bisschen getrieben, nur Stecklinge. Ja, und wenn die dann nach den Eisheiligen rauskommen, schneide ich ja die normalen Geranientöpfe zurück und habe die einfach bloß hier ringsrum reingesteckt. Jetzt würde jeder sagen, er kennt das als Kräuterturm. Richtig, man kann auch Kräuter reinpflanzen, aber die wachsen bei uns ja in Reihe und Glied im Garten normal. Ja, könnt ihr Kräuter machen, also unten hochwachsende Kräuter und dann nach oben immer kleiner werden oder wo man nicht so viel von braucht. Aber wie gesagt, wir haben das als Geranien, als Deko gemacht. Ja. Und das ist so ein Steckling und die haben jetzt weiter kein Geld gekostet. Bloß, dass sie dann nicht gleich losblühen nach den Eishängen, dann dauert es eine Weile. Mehr muss man nicht machen. Und wenn da enger Pflanzenbewuchs ist, wie jetzt hier, verlasst euch dann bitte nicht auf den Regen. Da muss man dann auch schon mal zwischengießen, weil hier kommt nichts groß durch. Denn das Blattwerk lässt ja den Regen ablaufen. Also, ja, wenn es dann zu trocken ist, gießen. Auch wenn es mal eine Weile geregnet hat, immer kontrollieren. Ja, wie hier tut es mal wieder Not. Ihr seht, die Erde ist ganz trocken, sie krümelt so vor sich hin. Ich muss jetzt hier noch eine Weile ausputzen. Das könnt ihr euch auch auf der Terrasse stellen. Es gibt auch für solche großen Fässer so einen großen Untersetzer. Ja, oder auf dem Balkon. Müssen ja nicht Geranien sein. Jetzt sagt jeder, Geranien kann man nicht nutzen, die sind bloß zum Angucken. Das ist ein Irrtum. Müsst ihr mal machen, wenn ihr was kocht und so. Aber nicht so ein großes Geranienblatt. Fangt mal an zu probieren, so ein kleines mit dran zu schnippeln. Wenn ihr das jetzt mit einer Suppe macht oder so, das bringt einen ganz anderen Geschmack. Das ist nachher nicht mehr da. Da reicht ein bisschen sprudelndes Wasser und von der Geranien, das ist weg. Das zersetzt sich komplett, das zerkocht in Sekundenschnelle. Ja, das bringt so einen, ach, ich will jetzt nicht sagen zitronigen Geschmack. Naja, so wie wenn ihr Früchte nehmt, Zitrone und alles, was so säuerlich ist. Müsst ihr mal probieren, als Tipp bloß. Also habe ich auch noch was, wo ich massenhaft jetzt würzen und essen können. Getrocknet, das habe ich noch nicht ausprobiert, geht bestimmt auch als Gewürz. Und wenn ihr jetzt mit den Geranien, die ihr sonst in euren Töpfen oder Balkonkästen habt oder Blumenkästen und Pflanzbehälter, die jetzt nicht unterkriegt, das ist ja auch ein Gewicht hier, ja, dann könnt ihr natürlich, ich nehme jetzt hier einfach mal einen ab, ja, den würde ich jetzt vielleicht noch unterkriegen, aber alle anderen Töpfe wären bei mir jetzt schon in meinem Anbaugewächs, das heißt, also in meinem Wintergarten eigentlich schon zu groß. Entweder ihr nehmt sie raus und schlagt sie mit ein bisschen Erde in eine Kunststofftüte rein. Auch wenn man sagt Kunststoff, nein danke, aber ihr könnt es ja auch in einen anderen Behälter reinmachen, ein bisschen angießen und dann in einen dunklen Raum, ja, wo der frostfrei ist, und könnt es überlagern, werden vielleicht nicht alle überwintern, überleben, aber dann habt ihr ja immer noch, bevor sie dann ganz zurücktrocknet und eingeht, könnt ihr ja dann wieder, wie jetzt hier ist eine Lücke, da hat bestimmt auch eine gestanden, dann schneidet ihr sie halt dann im Frühling wieder ab, putzt sie sauber, steckt sie wieder rein, festmachen, ja, und wieder dran. Ja, bei Geranien braucht doch nicht jedes Jahr neue Blumenerde, die sind ja nicht so, die kommen jetzt im Mittelmeerraum, da ist ja auch mehr sandiger Boden, nicht wie bei uns hier, wo wir hier sind, da ist schwerer Boden, ja. Und dann nehmt ihr einfach, wenn ihr eure alten Geranien dann, die ihr immer überwintert, zurückstellt, steckt das einfach bloß wieder rein, feucht halten und dann wurzeln die alleine wieder an. Ja, das Ding habe ich ja aufgebaut, ja, irgendwann, letzte Woche Mai, denke ich mal, und ihr seht, wächst alleine wieder zu. Ja, wenn jetzt einer sagt, hier auf meiner Seite hier sind keine Blüten, stimmt. Hier stand eine große, weiß ich gar nicht mehr, eine große blühende Pflanze, die blüht so bis Ende Juli. Die habe ich dann zurückgeschnitten und jetzt kann hier die Seite sich auch wieder mit Geranien, also können die Blüten wieder neu wachsen, wenn wieder Licht drankommt. Und dann ist das ein voller, schöner Geranienturm. Und da muss man sich vor allem nicht drum kümmern, weil auch weiter keine Wildpflanzen dazwischen wachsen. Ja, und wenn doch mal eine hier drin ist, wie hier, dann zieht er sie raus. Ja. Mehr ist nicht zu tun. Gießen nicht vergessen, wenn der so mank den normalen Pflanzen steht. Ja, aber ansonsten einfacher geht es nicht. Schön dekomäßig.
Und wie ihr seht, die, ob das nur Kunststofftöpfe sind oder... Die sind ja sowieso schon mal produziert. Gezielt würde ich jetzt keine kaufen, da würde ich jetzt, wenn ich jetzt auf der Terrasse das im Sichtbereich hätte, hier sind ja unsere normalen Pflanzen noch wachsen drumherum, da sieht man auch den untersten Kunststoff nicht. Dann würde ich natürlich Keramik nehmen, also Steinguttöpfe, weil die ja auch, wenn sie nicht voll begrünt sind, dekorativer sind als so ein Kunststofftopf. Aber die sind ja nun mal da, die Kunststofftöpfe. Ja, gezielt kaufen, wie gesagt, würde ich sie nicht, aber die sind nun mal da. Also, ihr seht, sieht doch nicht schlecht aus hier. Hier hinten ist noch eine Lücke, ich weiß, hier fehlen ein paar Blüten, die kommen noch. Und dann habt ihr noch bis Oktober rein, bis es dann langsam anfängt kalt zu werden, eine schöne Blühne. Ja, einen schönen blühenden Turm, hört sich vielleicht besser an, mit Geranien. Ja, so, das war's. Viel Spaß. Ja, jetzt nicht mehr nachmachen, wir haben ja jetzt schon August. Aber dann im nächsten Jahr, vielleicht habt ihr eine Idee, das nachzumachen. Oder pflanzt Kräuter rein. Bis zum nächsten Mal.